Michael Spindelecker auch nach der Sitzung noch ÖVP-Chef sein? Na, wie kommen Sie auf diese Frage? Naja, weil es ist doch ein schlechtes Wahlergebnis. Und bitte, das ist ein schlechtes Wahlergebnis. Der Abstand zwischen der ÖVP und der SPÖ ist enger geworden. Noch einmal zum Quereinsteiger. Man hat doch einen Quereinsteiger genommen, um doch wesentlich mehr zu erreichen. Und das macht man das zweite Mal. Und das zweite Mal hat man mit einem Quereinsteiger jetzt nicht unbedingt den vollen Erfolg. Hans-Peter Martin hat ja der SPÖ doch auch sehr viel gekostet. Ich habe jetzt nicht alles verstanden, was Sie mich gefragt haben. Ich kann nur sagen, dass der Abstand zur ÖVP geringer geworden ist. Was mich schmerzt, ist, das sage ich ganz offen, dass die FPÖ dazugewonnen hat, so stark dazugewonnen hat. Das muss man auch akzeptieren. In der SPÖ gibt es wenig Anzeichen, dass der Kanzler große Veränderungen an Kurs und Personal vornehmen will. Die Roten haben ja 139 Stimmen gewonnen. Rhetorik des Zweitplatzierten. Herr Bundeskanzler, sind Sie enttäuscht? Nein, weil ich habe mir gewünscht den ersten Platz, das ist es nicht geworden, aber dafür ist es, und das hat doch der Wahlkampf bewiesen, wir haben den Abstand zum ersten verringert, wir halten die Mandate und das nächste Mal haben wir eine Chance am ersten Platz. Jetzt ist die SPÖ in Wien. Abruptes Ende eines Interviews. Dabei hätte uns noch interessiert, warum die SPÖ in Wien ein Jahr vor der Gemeinderatswahl auf nicht einmal 30% kommt. 30% kommt. Tja. So, jetzt haben wir uns das Video angeschaut. Was meinst du? Ja. Das erinnert mich, da gibt es, glaube ich, so einen Witz über Brezhnev, den man irgendwie nicht sagen wollte, dass die Sowjetunion verloren hat. Und dann hat man irgendwie gesagt, wie war das noch? Es ging um Wettkampf zwischen USA und Sowjetunion und dann hat man gesagt, ja, die Sowjetunion ist Zweiter und die USA sind Vorletzter. Also ein bisschen so ist das. Ich weiß schon, das war wegen Eishockey, glaube ich. Aber ja. Ich habe den Witz auch gerade nicht im Kopf. Ja. Genau, also es wurde einfach das, was eigentlich, also es wurde nicht gelogen, sondern es wurde halt so ein bisschen positiv dargestellt. Das war ja hier auch so. Ja. Es ist sicherlich richtig, die sind Zweiter geworden, aber es wurde dann gesagt, naja, der Abstand zum Ersten ist geringer geworden. Was aber ja eigentlich schlecht ist, weil man nur Zweiter geworden ist, also nicht gewonnen hat. Und das ist natürlich schon so ein bisschen ja, die Darstellung der Fakten so, dass es angenehmer ist. Stilblüten, kann man sagen. Gut, danke fürs Gespräch. Ich habe eins vergessen, diese Folge ist Thomas gewidmet, du weißt warum. Und alles Liebe.